Hallihallo ihr Lieben und herzlich willkommen auf meinem Kanal. Ja, ich wollte euch gerne meine süße Post zeigen, die ich auch schon angeguckt habe, zum Teil reingeluchst habe und mich mega, mega drüber gefreut habe. Und zwar habe ich kommentiert bei der Carina vom Kanal Bastelparadies Appen. Sie macht so tolle Sachen, so tolle Sets. Und das hat mir so gut gefallen, dass ich da kommentiert hatte, ich hätte auch gerne so ein Set. Und sie hat es wortwörtlich genommen. Dann hatten wir geschrieben gehabt per E-Mail. Ich werde ihr natürlich auf alle Fälle auch was schicken. Nur habe ich jetzt nicht so schnell damit gerechnet, weil sie geschrieben hatte, nach Ostern war für mich auch total in Ordnung, weil sie meinte, sie hätte viele andere Projekte. Aber ich nicht so ganz vorbereitet oder habe noch nicht mal angefangen, etwas vorzubereiten für sie und habe gestern Post erhalten, konnte gestern aber kein Video drehen, weil gestern so viel los war bei uns. Heute wird es auch wieder schnell oder viel etwas los sein. Jetzt gerade habe ich schnell Zeit, so sollte das sein. kurz ein Video zu drehen, es wird auch hoffentlich auch kein langes Video, weil es ist kein großes Paket für mich, aber einen mega großen Wert. Und ja, genau. Ich decke das mal ab mit der Adresse und zeige euch schon mal die Verpackung. Die hat sie nämlich auch schickimicki gemacht hier. Mit einer Schildkröte als Briefmarke und hier auch Papier raufgeklebt. Mega toll. Also wie ihr seht, es ist ein dünnes Päckchen, was ich nicht erwartet habe. Es ist aber für mich sehr viel drinne. Wirklich. Sehr viel in so einem kleinen Päckchen, sage ich jetzt mal. So, und das öffne ich jetzt mal mit euch. So. Und das ist so, so, so wunderschön. Und ja, erstmal hier die Karte, die hatte ich mir schon durchgelesen. Da hat sie mir was reingeschrieben. Genau, da war ich sehr glücklich drüber. Und liebe Carina, klar gefällt mir das. Und es ist einfach wunderschön, das ist so viel Arbeit. Ich bin einfach froh, dass du mir so ein Päckchen geschickt hast und ich werde auf alle Fälle auch für dich was fertig machen. Und hoffe, dass es dir denn auch gefällt. So, so ein Kärtchen habe ich hier drin. Dann habe ich hier einmal so ein Notizblöcklein, hat sie mir gewerkelt und hat wirklich auf jeder Seite hier so eine Schildkröte gestempelt. Das ist auch mega Arbeit. Und ich freue mich mega, mega darüber. Ich werde das auf alle Fälle verwenden. So wundervoll. Und auch noch diese coole Schildkröte hier mit der Brille. So, ja, ich habe es euch allen gezeigt. Also mega cool. Dann hat sie mir hier so ein kleines Kärtchen reingelegt. Your Turtle Rock. Und hier drinne dann eine verzierte Klammer mit einem Bändchen dran. Auch mega, mega schön. Und ich führe ja einen Planer, weil ich ja auch eine Gruppe habe bei Facebook. Verrückt und kreativ heißt die, falls jemand Interesse hat, vorbeizuschauen. Und da passt es ganz gut. Da werde ich die Klammer auch verwenden. Vielen, vielen lieben Dank. Also echt mega schön. Und dann diese Paillettchen hier. Dieses Ausschneiden und Ausstanzen und Kolorieren und Hintergrundgestaltung. Mega. Richtig, richtig schön. Ich bin richtig happy, dass mir die Carina so ein Set gesendet hat. Und dann hier so ein Schlüsselanhänger hat sie mir auch noch gemacht. Der kommt auf alle Fälle an meinen Schlüssel, auf meinen Schlüssel, an meinen Schlüssel. Der gefällt mir auch richtig, richtig gut. Ich bin so ein Typ, ich habe viel Gebamsel an meinen Schlüssel hängen. Mein Mann sagt immer, ah, das schleppst du viel, viel mit, was du eigentlich gar nicht brauchst. Und dann ist in der Tasche immer so schwer und aber so tolle Sachen, da kann ich meinen Schlüssel einfach nicht ja, allein lassen. Also ich habe in meiner Tasche habe ich Gebamsel hängen, das habe ich mal von einem Tausch gekriegt, so Vintage-Gebamsel, das ist wirklich so eine Handvoll mit Perlen und Anhänger und alles drum und dran. An meinen Schlüssel habe ich teils Erinnerungsstücke, wo wir mal im Urlaub waren oder sonst was. Da habe ich mir immer mal so einen Anhänger mitgenommen. Und ja, mein Schlüsselanhänger ist auch eine Handvoll. Klar, fliegen die Teile auch nach einer Zeit leider ab. Ich versuche die zu
zu reparieren, zu retten, sagen wir jetzt mal. Und ja, da wird dieser Anhänger auch mit dran kommen, liebe Karina. Also der wird nicht irgendwo im Regal liegen oder sonst was. Den werde ich auf alle Fälle verwenden. Dann haben wir hier so zwei süße Schildkrötchen. Ich weiß jetzt gerade nicht so genau, was das ist. Das möchte ich mir mal angucken. Ich habe es nämlich noch nicht rausgeholt. Ich denke, sind das Magnete vielleicht? Oder so Anstecknadelchen? So Buttons. Hier sind jetzt einfach nur Löchlein drin. Für was nimmt man die? Weiß ich gar nicht so genau, muss ich mal ehrlich sagen. Muss mir mal einer sagen, für was man die verwendet. Einfach nur so Buttons oder was mache ich damit? Auf jeden Fall sind die auch mega, mega süß und gefallen mir auch richtig gut. Jetzt brauche ich nur die Hilfe für was. Ich habe sowas noch nie bekommen und komme gerade nicht auf die Idee. Sorry. So, und dann. Huch. Perfekter Moment, das gönne ich dir. Ich musste gerade überlegen, ob das Deutsch ist oder Englisch ist. Sorry. Aber auch total schön und auch verpackt und dann hier oben drauf die kleine süße Schildkröte, die ich ja lösen kann sogar und weiterverwenden kann in einer Verpackung. Richtig, richtig schön farblich auch abgestimmt auf das und ja, gefällt mir sehr, sehr gut. Werde ich mir gönnen natürlich, wenn meine Kinder dann nicht schneller sind als ich, bevor ich mir das in den Mund stopfe. So. Und dann haben wir hier noch so eine Verpackung. ATC steht hier drauf. Auch eine richtig, richtig tolle Verpackung. Auch selbst gestaltet hier mit Tröpfchen und ja, mega cool. Und beim Öffnen ist hier erstmal mit Vellum. Ich packe das mal beiseite hier. Mit Vellum hier einmal so eine Tasche gemacht und dann ist es natürlich auch eine wundervolle Verpackung. Und dann hier beschriftet Schildkröte im Sommer. Serie 1 von 3, 14.3. Und genau, von Carina Belger, YouTube Bastelparadies Appen, Facebook Carinas Bastel- und Bücherwelt, Carina Bagel, Belger, Entschuldigung, at online.de mit ihrem Stempel. Ich hoffe, das ist für Carina in Ordnung, dass ich jetzt gerade für sie Werbung mache. Genau, moin moin, hier Meeresrauschen, richtig schön, das ist 2 von 3, Schildkröte im Sommer. So, dann haben wir noch die dritte, mehr geht immer, das stimmt, mehr geht immer und dann die coole Schildkröte nochmal mit der Brille, finde ich fantastisch, mega cool. Und das ist 2 von 3, Schildkröte im Sommer. Also mir gefällt dieses Set unglaublich. Ich bin happy, dass sie einverstanden war, mir so ein Päckchen zu senden. Sie bekommt natürlich auch was von mir. So ist es nicht. Ich muss das nur noch fertig machen. Da war die Karina ein bisschen zu schnell für mich, sage ich jetzt mal, weil die Äußerung war ja bei, sagt schon. Nach den Ostern, nach dem Ostern, nach Ostern, ja, okay, gut, Deutsch verlässt mich gerade so ungefähr nach Ostern und Ostern ist ja der vierte, vierte oder dritte, vierte, irgendwie sowas war das. Und habe ich gesagt, gut, da habe ich noch ein bisschen Zeit und werde ihr auch was Tolles machen. Wahrscheinlich auch sowas in die Richtung wie das hier. Aber ich
Muss noch schauen. Vielleicht wird das ein oder andere doch was anderes sein. Und ja, ich freue mich sehr, sehr doll, dass Carina mir so ein Päckchen gemacht hat. Ja, ich weiß gar nicht, was ich dazu sagen soll. Mega schön, wundervoll. So abgestimmtes Set und alles passend. Und ja, vielen, vielen lieben Dank, liebe Carina. Ich freue mich wirklich sehr darüber. Die süßen Schildkröten. Da kann man ja richtig verrückt werden. Ja. Ich hoffe, du freust dich über mein Set. Ich werde dir Bescheid geben, wenn ich das lossende. Ich muss es allerdings noch vorbereiten. Ich habe leider noch nicht anfangen können, es vorzubereiten. Da wir, wie gesagt, gestern war zu viel los und ich habe gestern das Päckchen schon bekommen, habe ich das schon gesehen. Und noch ein anderes Päckchen. Das andere Päckchen hatte ich aber gepostet bei mir in der Gruppe, weil es damit was zu tun hat. Und das Päckchen hatte ich nur geöffnet, reingeluchst und fertig, weil ich hatte echt keine Zeit. Und jetzt habe ich gesagt, musst du kurz die 10 Minuten haben, eben schnell ein Video abzudrehen, um das zu zeigen, dass ihr Lieben da draußen, meine Abonnenten, sehen, was es für wundervolle, schöne Sachen gibt, die gewerkelt werden von verrückten Mädels, so wie ich. Und wie schön so ein Set einfach mal ausschauen kann, ihr Lieben. Ein kleines Tauschpäckchen oder so eine kleine Geburtstagspost, wie auch immer, das ist echt wundervoll. Und es macht so viel, 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 viel Freude, es anzuschauen, es auszupacken. Wirklich, es macht einen richtig glücklich. Es muss nicht nichts Großes sein oder es muss jetzt nichts Gekauftes sein, wie viele manchmal denken, man muss irgendwie 15x15 Block reinlegen, damit man sieht, oh, ich habe Geld dafür ausgegeben. Nein, 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 das muss es nicht sein. Einfach so was Gewerkeltes von sich selber, richtig schön. Ja, sie hat sich so viel Mühe gemacht und so viel Liebe steckt hier drin, ehrlich. Vielen, vielen, vielen lieben Dank dafür. Und ja, ihr Mädels, ich hoffe, euch hat dieses kleine Päckchen, dieses kleine Video auch gefallen. Ich freue mich über Däumchen, über neue Abonnenten und wünsche euch ganz viel Glück bei euren Projekten. Vielleicht ist das eine Inspiration für euch, für jemanden eine Überraschung zu machen oder allgemein für euch selbst was zu basteln. Und ja, habt einen schönen Tag, habt viel Glück bei euren Projekten, dass euch alles gelingt. Wir sehen uns. Bis dahin, ihr Lieben. Tschüssi.